Willkommen zurück zu Nihil Umbra, jetzt mit der vierten Folge und wir starten mit dem Vulkan. Du befindest dich auf vulkanischen Böden, ein Ort von Feuer und Magma. Was Lava heißen müsste. Ein gefährlicher Ort, wo nicht mal die stärksten Felsen durchhalten. Heißt das, das Ding zerbricht, wenn ich dagegen springe? Das wurde mir übrigens auch gezeigt schon. So. Aber warum halten die nicht durch? Ist doch gar nichts passiert. So, da klebst du erstmal. Hoffen, wenn ich da oben lang muss, aber... Hier gibt es eine neue Farbe. Die brennende Seele der Flammen liegt in der roten Farbe. Ich will sehen, was passiert. Es brennt, und stirbt. Ui. Also kriege ich jetzt sozusagen das erste Mal eine Waffe. Ach, Leute. So, und hier sieht man jetzt auch, dass ich die nicht wegmachen kann, solange ich sie nicht besitze. Vermutlich sterbe ich auch, wenn ich da drauf springe, ne? Du kannst auf Rot treten, aber bleib dort nicht zu lange stehen. Okay, drauf treten geht, aber ich fange dann sofort an zu brennen. Alles klar. So langsam werde ich auch wieder schön grün, blau, braun. Sind je nachdem, was ich um hier rum habe. Ach, das ist doch doof. Wie soll ich denn da hochkommen? Vielleicht hier? Auch nicht. Ach, wahrscheinlich, ja, ich kann da so hochspringen. Fantastisch. Muss man ja erstmal wissen. Aber ich glaube, Braun ist trotzdem unabdingbar. Um hier mal auszuspannen. Oh. Vielleicht sollte ich mich so davon lösen. So, ich muss nämlich immer warten, bis die Farbe um mich rum... Also bis kein Rot mehr um mich rum ist. Der Wegweiser zeigt uns, wo wir hingehen sollen. Ohne ihn wären wir verloren. Dieser Ort ist heiß wie die Hölle. Wie schon gesagt wurde, es wird anscheinend immer heißer, also immer wärmer. Aus der Kälte der Leere heraus... Ups. Jetzt bis zum Vulkan... Dort ist sie, die Blume. Jetzt geh und schnapp sie dir. Irgendwie. Ach so, ich habe das gar nicht gesehen, das Ding da. Also das. Was müssen wir machen? Nein, geh auf! Ja gut. Bleibt uns wohl nichts. Zack. Du belästigst mich nicht mehr. So.
Geht's in die Richtung noch weiter? Tatsächlich. Weil erst will ich mir die Blume holen. Fantastisch. Ach, scheiße. Hätte ich auch vorher dran denken können. Boah, und das jetzt ohne den zu berühren. Achso, ich... kann den gar nicht mehr berühren, stimmt das? So, fantastisch. Bin wirklich gespannt. Was da noch für coole Kombinationen kommen werden. Mehr Farben. Mehr Kraft. Jedes Mal bekommst du eine neue Fähigkeit. Du vergisst deine Probleme vorübergehend. Und die Schuld. Jetzt hast du gelernt, wie du deinen Feinden schadest. Jawohl, ja. Rote Farbe macht Glühwürmchen wütend. Sie erzeugen mehr Licht. In der Zukunft kann das nützlich sein. Okay, ich will die aber nicht wütend zurücklassen, die Glühwürmchen. Feuer ist nicht nur zum Töten gedacht. Manchmal kann es konstruktiv sein. Aha. Du musst zurück zu den Vulkanen gehen. Benutze die Feuerkraft und töte deine Feinde. Fantastisch. Okay. Nun rennen wir nicht mehr nur, nun können wir uns auch wehren. Weiter geht's. Na komm. Okay. Ich muss jetzt nur immer auch die Farbe immer wieder wegmachen. Du fühlst dich unbesiegbar. Aber pass auf. Ja, ich passe auf. Ich warte irgendwie immer noch, dass noch was kommt. Sei vorsichtig. Es ist dunkel. Ich kann also kein Licht durch das Feuer machen. Die Glühwürmchen leuchten ein bisschen. Sicherlich gibt es einen Weg, dass sie heller leuchten können. Ja, ich mach die Glühwürmchen wütend.
Autsch. Okay, da muss ich zwischen noch einen Zwischenstopp einlegen. Ich sollte vorsichtig sein, es ist dunkel. Okay, also hier. Da. Und da. Okay, ich warte, bis sie jetzt kommt. Zack. Zack. Oh, das war zu weit. Ich dachte nicht, dass ich so weit rutsche. Ich glaube, ich kann auch völlig auf die Farbe scheißen. Ja, schaffe ich locker so. Boah, das wären jetzt langsam echt viele Farben, also so einfach zum Durchswitchen. Guck, das, der Baum sieht schon nicht schlecht aus. Ich kann da anscheinend oben drauf. Ich sehe aber nichts. Das ist natürlich schwierig. Na? Könntest du wohl die Farbe da lassen? Weiter geht's. Okay, da wird mir grün helfen. Oder auch nicht. Ich brauche da gar nicht hingehen, glaube ich. Ich kann ja nichts machen. Geh kaputt. Pass auf den Spalt auf. Welchen Spalt? Ist das nur ein Spalt? Ob es nur ein Spalt ist? Was soll ich tun? Autsch. Man sieht da wirklich gar nichts, oder? Option. Grafik. Ja, nee, da machst du nichts. So viele Grafik-Engine gibt es auch nicht. Aber da gibt es auch nichts von wegen. Also sollte das Schwarze sein. Es ist kein Zufall. Also es ist nicht falsche Einstellung gewesen von mir. Schön durchschalten. Ich sollte vielleicht hier alles machen. Bis auf da. Weiter. Die rote Farbe. Feuer, Tod, Zerstörung. Boings. Die Grün ist immer noch meine Lieblingsfarbe. Also jetzt nicht unbedingt in der L, obwohl ich da auch Grün ziemlich cool finde. Sondern einfach in diesem Spiel. Der Effekt der grünen Farbe. Der ist super. Boings. Boings. Uah. Das habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Das ist wahrscheinlich immun gegen Feuer, ne? Oh, das macht sogar alle Farben weg. Scheint so. Zerstört Farben.